Wer ist noch trocken? Das überrascht mich jetzt ehrlich. Bei der Gelegenheit vielen, vielen Dank an die Dativ für die Schienen und den Unterstand. Ehrlich, vielen, vielen Dank. Ohne euch wären wir nur halb so gut. Okay, dann würde ich mal sagen, fangen wir an, oder? Ich darf euch hiermit begrüßen zum Comic-Salon in Erlangen. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Hier findet der Cosplay-Contest statt für Show-Act. Wichtig, da zählt wirklich nur die Performance. Natürlich, einige Cosplays sind auch selber gemacht, teils, teils. Allerdings, das zählt nicht in die Wertung mit ein. Also, jetzt erstmal darf ich die Leute begrüßen, die dafür zuständig sind, die ganzen Preise zu verteilen. Gut, ein großen Applaus für die Judges, Leute. Sehr gerne. Ich möchte euch auch nochmal alle herzlich begrüßen zu unserem schönen Contest. Ich hoffe, ihr bleibt bzw. kommt wieder. Danach geht es gleich weiter nach einer kurzen Pause mit dem Crafting Contest. Also seid gespannt, Bühnenprogramm ist geklärt. Zu mir, ich bin die Sasso, aka Miss Dosti. Ich habe hier so ein bisschen die Orga-Rolle übernommen. Macht es auch schon einige Jahre so. Zum Beispiel Modenschauen organisieren oder einfach bei Events im Hintergrund. Habe aber auch, seitdem ich mehr oder weniger laufen kann, Reenactment als Hobby. Das heißt, ich habe auch ein bisschen Erfahrung, was einfach ein bisschen Präsenz im Cosplay, im Lab, im Reenactment eben angeht. Hi, ich bin die Nadine, aka Nakabanga Cosplay. Ich mache Cosplay seit 2018, stehe auf der Bühne seit dem Kindergarten, Theater AG, Showtanz, Sängerinnen in Bands, Theateraufführungen, also ein bisschen Ahnung von Performance und freue mich, dass mich das alles zu diesem einen Punkt geleitet hat, dass ich heute hier in der Jury vom Show Contest sitzen darf. Dankeschön. Ja, hallo. Ich bin Stefan von Dativ. Genau, also natürlich sowohl als Original. Ich bin von Dativ, ich arbeite bei Dativ. Stefan von Dativ Cosplay bin ich auch. Also hier vereint sich mal alles. Gerne natürlich haben wir hier ein bisschen für trockene Plätze gesorgt. Letztes Mal beim Comic Salon mein Debüt. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Cosplay, Leute, Cosplay ist was ganz Cooles. Bin absolut begeistert, dass ich natürlich heute wieder hier sein darf und auch wieder in der Jury sein darf. Vielen Dank an euch alle. Ja, hi, ich bin Peaches. Ich cosplay seit 17 Jahren und stehe seit ich 9 bin auf der Bühne mit Zirkus-Acts. Und habe auch schon den ein oder anderen Wettbewerb gewonnen mit meinen Performance. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, heute hier zu sein. Gut, reicht auch wieder. Okay, vielen Dank, dass ihr euch so schön vorgestellt habt. Da muss ich das nicht machen, habe ich weniger Arbeit und werde trotzdem bezahlt. Vielen, vielen Dank. Ihr dürft euch auf die wunderschönen Plätze sitzen. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir langsam mal anfangen, oder? Ihr dürft schon klatschen, das war kein Thema. Dürft ihr ruhig machen. Moment.
Als erstes dürfen wir begrüßen Star Guardian Seraphine aus League of Legends, Fabi Lu. Er wird lip-sinken. Großen Applaus, bitte. Aber viele von der Familie das sind jetzt vielleicht 10 Leute. Yeah. Ich übe einen Salto seit 10 Jahren, ich kann immer noch nicht vom Standen und Trampolin, das zählt nicht. Wow, ich bin sprachlos. Okay, weiter im Text, genug gesimmt. Wer von euch kennt The Witcher? The Witcher 3? Wahrscheinlich alle, ne? Also, als nächstes dürfen wir Priscilla aus The Witcher 3, The Wild Hunt, begrüßen. Großen Applaus für Lisa. Unterstrich Fee. Ihr dürft klatschen, kommt. Ladies and Gentlemen, ich bin weit gereist, um euch eine meiner neuesten Balladen zu präsentieren. Eine Ballade über einen Hexer und seine Magierin. A cappella ohne Laute aufgrund des Wetters. Ich hoffe, ihr versteht das. These scars long have yearned for your tender caress to bind our fortunes, damn what the stars own. Rend my heart open, then your love profess a winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent berries touch lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm to find your heart, its passion displaced by our ever-growing hardening into stone. Amidst the cold to hold you in a heated embrace, you flee, my dream come the morning. Your scent berries tart lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us lived as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered
when it all began. Did it forge a love you might never have found? You flee my dream come the morning. Your scent berries tart lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy of violet eyes glistening as you weep. Wow. Okay. Das ist meine Frage. Ja, mach du mich weiter. Ich werde nach Stunden bezahlt. Eigentlich nicht. Wow, super. Das habt ihr toll gemacht. Besser als Rittersporn, oder? Schon, ja. Ah, niemand mag Rittersporn. Eigentlich nicht, ich liebe ihn. Okay, ich muss kurz aufräumen. Danach geht's gleich weiter mit dem Act. Entschuldigung. Kann ich das jemandem machen? Wir können das ja auch als Podcast. Wir wollen ja, dass alles fair bleibt, ne? Nicht, dass das heißt, dass es am Ende daran gescheitert hat. So, als nächstes darf ich Tuxedo Mask und Prinzessin Serenity von Sailor Moon anmoderieren? Ja, oder? Viel Spaß beim Auftritt von Geon und Barry. Klatschen. Ist ja mal sowas von langweilig. Vielleicht denke ich lieber an was Schönes, wie zum Beispiel meine Zukunft mit Tuxedo Mask. Aua! Hier, lass mich dir helfen. Ja, danke. Okay, gut. Jetzt der linke Fuß. Peinlich. Das andere links. Okay. Nein, okay, aber ich hab's. Fast. Jetzt hab ich's. Gut, danke. Es folgen Doppelpunkt. Die Eheversprechen. Liebste Bunny, du bist mein Ein und Alles. Noch nie habe ich mich so vereint mit jemandem gefühlt wie mit dir. Du bist so toll. Bla, bla, bla. Bruchrechte. Bla, bla, bla. Bunny, ich weiß, es ist ein Tagtraum, aber vielleicht solltest du an deinem Hochzeitstag trotzdem mehr aufpassen. Und deswegen möchte ich mein Leben mit dir verbringen. Du erfüllst mein Herz mit Freude. Okay, ich hol mir das nochmal ein bisschen vor. Und jetzt bin ich bereit für dein Eheversprechen. Was? Oh, genau. Nee, das ist es nicht. Okay, hab ihn. Lieber Taxidomask. A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C. Nee, Moment. Falsche Seite, sorry. Du bist schon sehr cool. Und du siehst auch echt gut aus. Und wärst du ein Kuchen, würde ich dich ganz sicher nicht dividieren. Teilen. Ja, das ist gut. Die perfekte Rede. Genauso können wir es lassen. Und nun dürfen Sie die Braut küssen. Oh, Menno. Also das die Leute, die Bescheid wissen, ist richtig lustig. Ist auch wirklich lustig. Wirklich Bildungsauftrag auch erfüllt. Ich meine, jetzt wisst ihr, wie man einen Kuchen teilt. Ihr kennt alle Star Wars, oder? Wahrscheinlich. Kennt ihr auch diesen Anakin Himmelsläufer? Ist es Skywalker? Entschuldigung. Viel Spaß bei Anakin Skywalkers Lichtschwertkampf. Seid gespannt. Viel Spaß mit Mr. Beats! Ja.
Bei Bates, sorry. Nicht schlecht. Ich glaube, das verdient nochmal einen Applaus, oder? Ja. Wirklich. Hammer. Nicht schlecht. Ich wünschte, ich könnte so mit meinem Schwert umgehen. Der war ungewohnt. Entschuldigung. Als nächstes dürfen wir Mary Poppins von Mary Poppins Returns begrüßen. Viel Spaß bei Little Miss Epic. Wahnsinn. Jeder hat gezeigt, was er drauf hat. Jetzt bin ich dran, was ich so kann. Boom, so macht man das. Ich habe zwar nicht mitgemacht, aber ich will auch was von dem Scheißen. Ehrlich. Nochmal einen großen Applaus für den... Was war das? Danke für das Abnehmen meiner Arbeit. Ja, komm. Vergesst nicht den zweiten Contest, da geht es um Crafting. Da werden wirklich die Kostüme oder die Cosplays bewertet, wo jeder Einzelne alles gegeben hat, was sie können, wie sie ausschauen und so akkurat wie möglich sind und einfach nur sprayen. Okay, ich bin raus. Peace, ciao, viel Spaß. 16 Uhr. Ich habe gezählt, ich weiß, wie viele ihr seid. Ich sag, eins, zwei, drei. Mehr als 20. Ach, das war schon alle. Die machen keinen aufgegeben, weil die wollen dann nur noch verstehen. Aber das waren ja jetzt echt nicht viele. Also das waren jetzt echt nicht viele. Ja, und vor allem, das heißt 16.
Ja, gut, keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht. Also das waren echt viel zu wenige. Also keine Ahnung. Also ich habe schon überlegt, das ist viel, aber.